Aber wie stelle ich jetzt bitte schön von invasiv oder nicht invasiver Beatmung auf die sogenannte High-Flow-Sauerstofftherapie um? Ich darf es Ihnen nochmal zeigen, es ist die gleiche Strategie. Sie gehen nämlich in den Standby-Modus, also Beatmung auswählen. Es erscheint die Taste Beatmung beenden, die markieren Sie und quittieren Sie. Gleichfalls quittieren Sie die Sicherheitsabfrage. Jetzt sind Sie im Standby-Betrieb. Sie wählen das Piktogramm für das Patientendevice aus. Es wird Ihnen unter anderem auch angeboten, die High-Flow-Sauerstofftherapie über das Piktogramm mit der nasalen Brille. Das quittieren Sie und jetzt starten Sie wieder die Beatmung in gewohnter Weise. Und nun sind Sie in der High-Flow-Sauerstofftherapie, genannt HFOT.